Ja, hi Leute, ich bin der Nils von Low Madness. Wir sitzen hier gerade zusammen in meinem Peugeot 505. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone. My memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good and they chopping up wood, breaking up steam. Still in my brim, with a limp like a pimp, though I'm shaped like a wimp. They put no fear in him, it's just me and the end of my timeline. Flow like a fine wine, smelling like fine pine. Yeah, is this the end or just the beginning? Am I losing the winning? Is this reality or am I pretending? I'm Cain and Abel, I murdered my brother cause I'm able. Murdered myself because my alter ego's so unstable. You get that? If you didn't, just sit back, then crack the six pack. I should be in the gym doing sit ups, trying to get this six pack. But forget that, where the click at? Where the bras and the cash and the whips at? Where the bit back? Where the bop, where the bit, bit back? I just did that. Trying to focus on my get back, my get up, my rematch. Apache seeds and Apache debris passing through Indian Springs in Las Vegas, my G. Bumper Nirvana in Nevada. My favorite word is medulla oblongata. Just doing what I gotta. Is this the end or just the beginning? Am I losing or winning? Is this reality or am I pretending? Wir haben uns den 505 angeschafft letztes Jahr im Juli. Da war der Peugeot noch beige. Den haben wir von einem Oldtimer-Händler, haben wir den aufgekauft. Wir sind direkt nach 2 Monaten sind wir direkt damals hingegangen und haben Airride verbaut. Da sind wir damals beim Daniel Conradi gewesen, bei Deep Exclusive, einem guten Kumpel von mir. Der hat damals das Fahrwerk vermessen für den Wagen, weil es gibt ja leider nichts von der Stange für den Wagen. Ja, bin ich damals bis nach Luxemburg runter, um ein Airride extra anfertigen zu lassen für den Wagen. Dann sollte der Wagen eigentlich letztes Jahr schon auf der Motorshow stehen. Wie gesagt, Wagen war damals beige. War noch nicht restauriert, da war ich mir immer noch ziemlich unsicher, boah, willst du den Wagen da wirklich so auf die Messe stellen? Und da haben wir gesagt, nee, komm, wir warten lieber noch ein Jahr und machen, dass der Wagen wirklich Taco ist. Haben noch gewartet, dass wir viele Neuteile kriegen aus Frankreich, aus Amerika, weil Teile zu besorgen hat sich doch schwieriger herausgestellt, als man dachte. Und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir mit dem Wagen machen? Wir wollten gerne eine andere Farbe haben, also einmal komplett restaurieren, welche Farbe wollen wir nehmen? Ich habe mich damals erst für Schwarz-Uni entschieden. Da haben mir aber viele gesagt, man macht das nicht. In Schwarz geht der Wagen unter. Dann sieht er aus wie jeder andere alte Wagen. Dann haben wir überlegt, was können wir machen. Ja, irgendwie bin ich dann bei der Farbe Peach hängen geblieben. Wir haben auch gerade einen peachfarbenen Pullover, haben wir auch bei uns im Sortiment. Und irgendwie hat sich die Farbe mir total angetan. Damals haben wir mit dem Lackierer gesprochen. Hör mal, wie sieht's aus? Kannst du mir das so lackieren? Hör mal, Nils, bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Ich sag so, ja. Ich glaube schon. Und so kam es dann eins zum anderen und ich habe dem Lackierer noch Bescheid gesagt. Ich sag so, hör mal, Marc. Also bei Marc Mölleken damals gemacht. Ich sag so, hör mal, Marc. Ich sag so, kann sein, dass ich heute Abend anrufe und sag, wir nehmen doch nochmal eine andere Farbe, ne? Weil war doch schon sehr gewagt. Ich finde, das Gesamtbild ist aber doch sehr passend. Passt zum alten Auto. Bei den Felgen sind wir hingegangen. Da sind wir zu AMW Wheels hingegangen, zu Matze. Wir wollten alles ziemlich im originalen Stil haben, wie das Auto halt damals war. Da haben wir die originalen 14 Zoll Stahlfelgen genommen. Ja, haben den Stern rausgetrennt. Die wurden dann geschlüsselt auf 3 Zoll Außenbett von BBS. Wir haben dann noch so Chromkarten drauf auf den Felgen. Das war damals vom Peugeot 504, also noch vom Vorgängermodell. Da hat der Matze extra die Stahlfelgen noch angepasst, dass diese Chromkappen da passen, weil da gab es gar keine Vorrichtung für. Da hat er wirklich eine super saubere Arbeit geleistet. Bin mit den Felgen mega zufrieden. Es passt optisch einfach gut zum Gesamtbild vom Auto, eben weil das Auto einfach ziemlich classy ist. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Ziemlich viel Kleinkram, so kleine Details. Also wenn ihr hier den Innenraum sehen könntet, das zeigt der Kevin euch wahrscheinlich nachher noch, der Innenraum ist wie neu. Also wir haben sämtliche Teile, die nicht mehr schön waren, haben wir durch wirklich Neuteile ersetzt. Wir haben Reitsportlenkrad haben wir noch mit Holzoptik, was ganz gut zum Auto passt. Wir haben im Peugeot haben wir hinten noch von KM Works so eine Jalousie. Die haben wir in Belgien extra anfertigen lassen, sind auch super Leute, denen konnten wir die Daten einfach durchgeben und die haben uns da für einen super Preis, haben die uns hier die Lamellen hinten angefertigt, in matt-schwarz. Ich bin kein Fan von diesen Katzentreppen von außen, weil das finde ich sieht immer so ein bisschen motorsportmäßig aus, aber diese Jalousien von innen, ich denke, das passt vom Stil eigentlich ganz gut so zu dem Gesamtbild vom Auto, ne?
Wir sitzen hier insgesamt in einem 2,2 Liter 114 PS Automatik Peugeot mit Heckantrieb. Und wir haben uns damals gedacht, dass wir den Wagen gekauft haben. Hauptsache der Innenraum ist gut. Außen kannst du irgendwie alles retten, das ist irgendwie noch machbar mit Bleche ersetzen, aber krieg mal einen originalgetreuen, schönen Innenraum. Gerade bei dem Auto, ich glaube europaweit gibt es glaube ich kaum 505, der in so einem guten Zustand ist. Also mir ist keiner bekannt. Ne? Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone. My memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood. Pass through the hood when it's good and they chopping up wood. Hallo, ich bin der Daniel. Das hier ist mein Opel Kadett C Caravan, Baujahr 1976. Den habe ich mir vor 4 Jahren gekauft, nachdem ich mein erstes Showcar verkauft habe und auf ein altes Auto gehen wollte. Da mein Vater das erste Auto von ihm ein Opel Kadett C Caravan war, habe ich natürlich nach einem Caravan gesucht, den dann auch in Holland gefunden, nach Deutschland geholt und dann halt komplett angefangen zu restaurieren. Im Auto reingekommen ist halt ein Luftfahrwerk, da ich ein bisschen Höhenangst habe und meine Autos alle halt sehr tief sind, musste auch hier ein Luftfahrwerk rein. Und des Weiteren wurde der Motor komplett zerlegt, es wurde ein Doppelvergaser drauf gebaut, die Auspuffanlage ist komplett Eigenbau. Es wurde von Playa Motorsport ein Überrollbügel extra gefertigt für mein Fahrzeug. Da der Innenraum zwar schon schwarzes, braunes Leder hatte, das mir auch nicht gefallen hat, habe ich halt den ganzen Innenraum letztes Jahr in Alcantara beziehen lassen. Felgen sind 17 Zoll draufgekommen mit einem sehr flachen Reifen, was dann halt ein bisschen die Optik vom Auto halt ausmacht, weil die halt sehr gut im Radkasten verschwinden. Der Rest vom Fahrzeug ist halt sehr original gehalten. Es sind von außen noch alle Chromleisten dran, weil es war ein Luxusmodell mit kompletter Chromverspoilerung, sage ich jetzt mal, und Ausstellfenster. Und das ist auch alles nach der Restaurierung halt wieder reingekommen. Fürs Luftfahrwerk, da ich es optisch ein bisschen schön haben wollte, habe ich mir halt den Lufttank hinten sichtbar verbaut und den Kompressor und eine Hardline-Vorrohrung selbst gemacht. Und als kleines Gimmick halt den Lufttank in einer Duracell-Optik lackiert, weil die Farben halt gut zu dem Gold passten vom Auto. Wurde bei der Restauration komplett lackiert, von außen, von innen, auch von unten runter, hat das Fahrzeug genau Lack wie halt von außen. Die kompletten Achsen, alles wurde halt lackiert, ist nicht ein Teil, was keine Farbe bekommen hat. Ich hoffe, euch hat das Battle gefallen und wie immer gibt es natürlich was zu gewinnen. Zum einen sponsert Law Madness eine Kappe und des anderen haben wir von Clean Dot ein Fahrzeugpflegemittel-Starter-Set. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Kommentarspalte mit Hashtag Law Madness oder Hashtag Clean Dot einen Kommentar zu hinterlassen. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und für jeden, der jetzt in der Kommentarspalte einmal Hashtag Law Madness oder Hashtag Staubsauger
Ich hoffe, euch hat das Battle wieder gefallen. Wir waren ja heute bei Law Madness und ich habe keine Ahnung, was ich noch so sagen soll. Und wie immer gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Und zwar, jeder, der in die Kommentarspalte Hashtag Law Madness hinterlässt. Ich zu kotzen, warte, lass mich mal einmal für mich so. Von Law Madness gibt es die Chance, eine Kappe zu gewinnen. Und ansonsten hätten wir noch einen Fahrzeugpflegestart. Und für alle, die in den Kommentarspalten Hashtag Law Madness schreiben, ist auch scheiße. Guten Morgen. Hi. Guten Tag. Und wie immer gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Und zwar, wenn ihr euch euer